Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unseres Landkreises. Ein Jahr geht zu Ende, wir sind kurz vor Weihnachten und der Jahreswechsel lässt nicht mehr lange auf sich warten. Es war ein schönes, ein anstrengendes, teilweise auch aufregendes Jahr. Wir haben 10 Jahre Landkreis Bautzen im gegenwärtigen Gebietsstand gefeiert und können auf viele gute Entwicklungen zurückblicken. Wir haben Tage der offenen Türen durchgeführt, wir haben einen schönen Festakt organisiert und wir haben viele Publikationen, unter anderem einen Imagefilm drehen lassen, um eben die Vielfältigkeit unseres Landkreises zum Ausdruck zu bringen. Insofern dürfen wir mit dem vergangenen Jahr, mit dem zu Ende gehenden Jahr, außerordentlich zufrieden sein. Das bundesweit größte Breitbandprojekt des Landkreises Bautzen ist im November gestartet und wir werden in den nächsten 2 Jahren rund 70.000 Haushalte, Unternehmen an das Breitband anschließen. Das stellt eine große Herausforderung für alle dar, denn nicht nur wir, sondern viele Partner sind an diesem Projekt involviert. Und ich kann alle noch mal motivieren, sich auch intensiv mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Gerne auch noch mal über unsere besondere Internetseite breitband-bautzen.de und seien Sie ruhig mutig, uns auch direkt anzusprechen. Nur so können wir das Projekt auch gemeinsam zum Erfolg bringen. Und damit unser Landkreis Bautzen sich auch in den nächsten Jahren gut entwickeln kann, haben wir uns breit aufgestellt. Wir haben erst im Dezember unserem Kreistag einen Entwurf für den Doppelhaushalt vorgelegt für die Jahre 2019-2020 mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro. Darin enthalten sind Investitionen von über 180 Millionen Euro, allein in diesem Sektor 75 Millionen Euro für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Wir wollen damit beginnen, die Spreestraße zur besseren wirtschaftlichen Erschließung unseres nördlichen Landkreises zu bauen. Wir wollen aber auch solche Schulprojekte wie in Baruth oder die Erweiterung in Königsbrück umsetzen, um noch bessere Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Zukunft sich hier im Landkreis Bautzen weiter positiv gestalten kann. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben oder werden Sie gesund? Ich wünsche allen, dass Sie etwas Ruhe und Zeit finden. In einer Zeit, wo es immer höher, schneller weitergehen muss, ist es wichtig, die vorweihnachtliche Stimmung dafür zu nutzen, einmal gemeinsam mit Freunden und Familie Gespräche zu führen, zusammen zu sein, vielleicht aber auch das ein oder andere Missverständnis auszuräumen, denn das ist wichtig, um Kraft zu finden, auch für das neue Jahr. Das Ende eines Jahres ist gleichzeitig der Beginn eines neuen und wir haben uns im nächsten Jahr viel vorgenommen. Frau Weber und Herr Witschers wiesen bereits darauf hin. Ich möchte aber noch betonen, dass wir im nächsten Jahr ein Wahljahr haben. Am 26. Mai wählen wir den Kreistag, wir wählen das Europäische Parlament und am 1. September den Sächsischen Landtag. Ich bitte Sie, sich an diesen Wahlen zu beteiligen und ich bitte Sie, die Menschen zu wählen, die Lösungen anbieten und nicht nur Fragen stellen bzw. Probleme aufzeigen. Wir müssen Lösungen finden, damit die Entwicklung in unserem Land weiterhin eine positive ist. In dem Sinne wünschen wir Ihnen frohe, gesegnete Weihnachten. Möge für all das Zeit sein, was in einem arbeitsreichen Jahr zu kurz kommen musste. Mögen Sie sich mit Ihren Familien, mit Ihren Freunden treffen. Verbringen Sie einen schönen und angenehmen Jahreswechsel. Viesula hodie astrove nove leto.